Hallihallo, moin, willkommen zurück. Milchbaron XXL, Landkreis Rostock ist wieder hier am Start. Ja, Strohkauf ist erstmal abgeschlossen. Das bisschen kippen wir noch in die Mischfutteranlage rein. Ich habe beide Ställe, also den Kälberstall und der Kuhstall, ist inzwischen voll. Das heißt, den können wir gleich parken und rein theoretisch könnten wir dann ins Ballenwickeln gehen mit dem zum Beispiel. Weil ich habe die Ballenpresse ist inzwischen am Gange. Der Big M ist auch schon wieder fertig, der ist schon auf dem Rückweg. So, den parken wir einmal. Wir gucken mal. Okay, achso, hier steht der im Weg. Milch wollten wir mit dem nochmal fahren. Aber ich glaube, wir werden Milch verkaufen. Weil hier haben wir 260.000 Liter drin. Das reicht erstmal. Das heißt, Milch. Wir haben auf der linken Seite geladen und wir sagen Milch und los geht's. So, ja, da ist auch wieder eine Packung. Ja, es wird mehr Käse. So, die Ballenpresse läuft hier. Der Kollege, wobei mit dem können wir mal kurz ein bisschen fahren. Mit dem habe ich die ganze Zeit Silage hier gefahren. Wir können aber jetzt erstmal den Mist noch wegbringen. Das heißt, wir machen mal die beiden Misthaufen leer. Gut, das wird natürlich jetzt wieder eine Weile dauern. Gut, bis der voll ist, tappen wir mal hier weiter. So, der ist auf dem Weg nach Hause. Ja, das wird jetzt vermutlich ein bisschen eng werden. Ja, musst du kurz warten, bis die Walze geparkt hat. Naja, wird schon werden. So, wie schaut das hier aus? Hier sind noch ungefähr 30.000. Ja, guck mal, wir sind schon so gut. Wir sind voll. So, dann geben wir erstmal Mist hier drüben rein. So viel wie geht. Und der Rest geht dann eben in die BGA. Ups. Ist nicht mehr allzu viel. Aber ich denke mal, hier haben wir noch genügend Platz, dass wir hier weiter befüllen können. Wir können ja mal gucken, was sagt denn die BGA? Mist, ja, guck mal, da haben wir noch über 300.000 Liter Platz. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. So viel wir haben, packen wir jetzt da rein. So. Silage müssen wir auf jeden Fall noch weiter fahren, damit die Mischfutteranlage auch mal wieder gut was hat. So, gut, hier gibt es keinen Mist mehr. Ja, dann laden wir das bisschen erstmal ab, damit wir mit dem vollen oder mit dem leeren Ding rüber zum zweiten Haufen fahren können. So, gut, wir nehmen den Punkt hier. Hm.
Ja, Mischmutter wird auch immer noch gefahren. Das wird, glaube ich, auch noch eine Weile dauern, bis wir, ups, okay, bis wir da die Stelle voll bekommen. Können wir ja mal kurz wieder reinschauen. Aber es wird. Und wie viel haben wir noch? Boah, ist schon ein bisschen weniger geworden. Aber wir produzieren ja gut. Das Problem ist wirklich nur das Mineralfutter. Das wird alles ein bisschen. Es produziert nicht genug oder nicht schnell genug. Das ist, könnte irgendwann zum Problem werden. Gut, ich denke mal, wir werden irgendwann einfach mal wieder die Mischfutteranlage für einen Tag ausschalten, damit wir da wieder einen gewissen Puffer aufbauen können an Mineralfutter. So, aber wir. Ja. Fast optimal. So, aber hier waren ja nur die Ballensammelwagen. Wir brauchen aber den Wickler. Der ist vielleicht auch ein bisschen drüber, wenn wir den Ballenwickler mit 1050 fahren. Aber was soll's? So, ah ja, der Big M ist wieder angekommen. Sehr schön. So, wir fahren auf jeden Fall zu Feld 55 und werden dort dann gleich Curseplay starten. Dann sollte der dort direkt Ballen wickeln. So ist der Plan. So, Abflug. Ja, du machst da auch ganz komische Manöver. So. Ja, dann haken wir den einfach mal. Oh Gott, oh Gott. So. Machen die Kiste aus und gucken mal weiter. Ja, hier wird gefahren. Der ist unterwegs. Genau, der ist für die Milch da. Das ist der hier. Hier werden Ballen gepresst. Oh, es sind schon einige. So, und wir machen hier weiter. Mehr Mist. So, wir können aber, da wir jetzt genügend Geld haben, uns den zweiten Auflieger holen. Hier. Da haben wir gesagt, schwarz, weiß. Weiß. So, das überlegen wir mal. Wir brauchen hier Mix 3. Ich glaube, das sind. Na gut, das Geld reicht aber nicht. Nee, dann fährst du mir Silage. Komm. Fährst du mir Silage am Hof. Und zwar Entnahme Silo zum Futtermischer. Futtermischer. Anlieferung. Futtermischer Silage. So. So, da ist immer noch Mist.
Dann gucken wir eben, dass wir da noch ein bisschen Silage reinbekommen, weil ich glaube, noch haben wir ja genug auf Lager. Wo haben wir es denn? Silage. Okay. Hier. 1,2 Millionen. Gut, das sollte reichen. Wobei wir halt auch noch einige Tage überstehen müssen, bis wir neue Silage machen. Gut, wir machen na klar im Schnellfermenter weiterhin. Da müssten wir auch mal gucken, ob wir da eventuell Gras nachschlagen müssen. Wir müssen bald Siliermittel kaufen. Gras sind noch 740.000 drin, also das geht. So, wie viel haben wir denn hier noch? 40.000. Ja, wir müssen dann noch mal fahren. Und danach helfen wir auch mit dem Silagetransport. Oder wir machen das gleich. Ich glaube, wir warten dann so lange, bis wir wieder einen vollen Trailer bekommen. Dann karren wir mit zwei großen LKWs die Silage jetzt zum Futtermischer. Weil wenn das erstmal alles läuft hier, weil die Produktion wieder so gut gefüllt sind, dass sie eben keine Probleme mehr machen, dann können wir auch zur Not wieder ein bisschen schneller durch den April springen. So, nein, kein Weizen. Wir wollen Silage. So. Na, wird das mal langsam voll? Ja, mal gucken, ob wir das schaffen, hier mal eine Runde in der Innenperspektive zu fahren. Ohne irgendwo hängen zu bleiben. Ach, der 1050. Ja gut, der soll ja gleich Ballen wickeln. Das müsste rein theoretisch funktionieren. So. Gut, wir holen schön weit aus. Und, ach, guck mal, da vorne kommt der zweite LKW. Es ist die Frage. Ah ja, das ist ein Abschieber. Sehr gut. Das heißt, mit dem können wir durchaus auch Mischfutter in den Stall bringen, ohne dass wir da irgendwie zu Problemen kommen mit der Decke. Das ist ja auch wichtig. So, ich befürchte nur, dass wir jetzt gleich im Stau stehen werden, weil bis der andere LKW da beim Silo ist. Weil wir wissen ja, in den Kurven haben die ein bisschen Probleme. Das heißt, Achtung, Achtung, wir wettrennen hier auf dem Hof. So, kein Stau, wir waren schneller. Punkt. So. Nächste Ladung.
Und wie viel Silage ist denn in der BGA? Ja, im Endeffekt muss man aber auch sagen, die BGA wäre zweitrangig. Also wenn die leer laufen sollte, wir müssen erstmal den Futtermischer voll machen. Ganz klar. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn wir dann ein bisschen Geld gemacht haben, können wir gucken, was wir da beim Mineralfuttermixer noch brauchen. Das heißt, es wird vermutlich einmal Getreide sein und einmal Sojabohnen. Dann laden wir das auch nach, beziehungsweise kaufen da noch mal einen Schwung. Was wir noch verkaufen können, wir haben noch sehr viel Mineraldünger. Da könnten wir auch mal eine Tour machen. Und dann werden wir über kurz oder lang Kühe kaufen. Kühe, Kühe, Kühe. Wir wollen jetzt so langsam, aber sicher dahin kommen, dass die Ställe voll werden. Das ist mein Ziel. Alle Ställe voll. Bin mal gespannt, ob wir das wirklich schaffen und ob die Versorgung der Kühe dann auch noch gewährleistet ist. Ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen, mitbekommen. Ob das klappt, wie das klappt. Oh, hallo Kollege. Ja, auf jeden Fall kommen wir voran. Das ist ja die Hauptsache. Weil wir können gleich mal schauen, wie viele Kühe wir wirklich schon haben jetzt. Da lädt einer ab. Warte mal. Hier haben wir 600. Dreihundertfünfzig, 700, 710, 1310 Kühe. Boah, das ist schon mal eine Hausnummer. Und die machen halt auch gut Milch. Wir sind ja gerade dabei, Milch zu verkaufen. Mal gucken, wie viel ist denn noch im Stall. Wir haben da immer noch 150.000 Liter. Das heißt, da kommt jetzt auch wieder ein bisschen Geld bei rum. Was halt auch wiederum gut ist für uns. Weil ich denke mal, alles, was jetzt an Geld reinkommen wird und wir nicht für irgendwelche Waren ausgeben, werden wir in Tiere investieren. So, oh, schon wieder hier Rennen auf dem Hof. So, aber ich muss sagen, die Folge ist schon wieder zu Ende. Also, ihr Lieben, wir sehen uns dann am, lass mich kurz überlegen, ich glaube, am Sonntag müsste die nächste Folge sein. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich würde mich freuen und sage Tschüss, ciao und bis dahin.